der Untergrund für Menschen, die erwerbslos leben, von ALG II leben müssen, die von Grundsicherung leben müssen, die geringe Einkommen haben, müssen übernommen werden. Die Situation in dieser Stadt ist so, dass aufgrund des hohen Zuzuges, und der Berliner Senat rechnet selber damit, dass die Einwohnerzahl Berlins um mindestens 250.000 in den nächsten Jahren steigen wird, dass diese Situation so berücksichtigt wird, dass die Leute, die jetzt wohnen in Berlin, Erwerbslose in einer Wohnung, Grundsicherungsempfangende in einer Wohnung, dass die in ihrer Wohnung bleiben können. Es kann nicht sein, diese Menschen mit der Begründung, ihre Mieten seien zu hoch oder die Gemeinschaft, die Solidargemeinschaft könne diese Mieten nicht mehr bezahlen, dann gezwungen werden, sich irgendwo eine andere Wohnung zu suchen, die es ja gar nicht gibt. Das ist doch das große Problem. Und der Berliner Sozialsenator hat sich gerade selber gelobt nach dem Motto, oh, die Zahl der Zwangsumzüge sei gesunken in den letzten Monaten, seitdem er und die CDU an der Regierung sind in Berlin. Ja, meine Güte, wie lebensnah ist er denn? Und lügt er uns an oder weiß er es wirklich nicht besser? Die Leute können doch gar nicht irgendwo anders hinziehen. Das heißt, wenn ich keine preiswertere Wohnung finde, muss ich von dem geringen Regelbedarf, den mir die Bundesregierung in dem Fall zugesteht, ja, an einer anderen Stelle sparen. In der Regel spare ich dann am Essen. Es wird weniger gegessen. Das Tafelunwesen, die Vertafelung in der Gesellschaft in Berlin nimmt zu. Und das wird dann noch als Erfolg irgendwie dargestellt. Das ist doch ein Skandal. Leute, wir müssen uns zusammentun. Wir müssen für unsere Rechte und für unsere Lebensbedingungen selber auf die Straße gehen. Es wird der Sozialsenator sich nicht für uns einsetzen. Es wird sich auch Frau Dehler-Kohler, die Arbeitssenatorin, nicht für uns einsetzen. Was für diesen Berliner Senat gilt, ist sparen, was das Zeug hält. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Leute, bitte.